Einfach nur, um sicher zu gehen. Weißt du, was eigentlich mein Plan war? Was denn? Auf Freundschaft hochzupushen und dann auf Psyana zu gehen. Okay. Dann darfst du aber nicht sterben. Weil sonst kriegst du nämlich die Freundschaft nicht richtig hoch. Sorry. Ich werde mich dafür selber geißeln nachher. Danke. Bitte. Naja, es ist ja lieb, dass die Hutus jetzt nur noch Level 2 sind, aber das hätte ich halt vorher gebraucht, nicht jetzt. Weil 21 XP, das juckt halt das Ding halt jetzt auch nicht mehr. Level 3er Zubat, ja, moin. Crazy. Ja. Dann müssen wir ja selber umbringen. Warum denn? Was ist passiert? Wie lange haben wir jetzt wieder gestreamt? Also, seitdem du wieder da bist? Brauchen? Ach, du hast den Pause-Screen nicht weggemacht? Nein, nein. Was dann? Du bist gemutet? Ja. Ja, aber man hört ja mich, also weiß man ja, dass du auch da bist. Du nimmst ja jetzt nicht auf, oder? Nee. Ja, also dann ist doch scheißegal. Vor allem die, wo jetzt Multi-Twitch vorher angemacht haben und noch da sind und vielleicht, was weiß ich, eingepennt sind oder keine Ahnung was, die haben sowieso beides dann gehört, dann über meinen Stream. Ey. Ja, jetzt ist doch alles, ach, das ist doch halb so wild. Ja, es mag sein, dass es nicht halb so wild ist, aber es kommt mir an, dass ich das ständig vergesse. Ja, du bist halt ein dummes Stück Scheiße, aber deswegen mögen wir uns doch so gut. Außer, weil ich ja auch ein dummes Stück Scheiße bin. Ist ja alles normal. Du vergisst halt wenigstens nicht, dich zu muten, Mann. Ja, mein Gott. Wahrscheinlich bin ich jetzt auch noch gemutet. Safe Call, oder? Nö, ich bin nicht gemutet. Sorry. So. Okay, jetzt aber von Level 10 auf Level 11 wird heftig. Das ist dumm. Ja, bin ich auch gerade dabei. Boah. Braucht es da gefühlt dreifache an XP oder was ist da los? Weiß nicht. Du kriegst aber nur die Hälfte an XP oder so. Ja, ne, okay, ich habe gerade wieder ein Level 5er Ratzfratz gehabt, das hat mir jetzt mal wieder 50 XP gegeben, das war gut. Da habe ich jetzt auch wieder einen Balken. Ich habe gerade einen Level 5er Kakuna aus dem Leben gebumst, Alter. Oh, oh, das gibt XP, da sehe ich mich. Das gibt auch richtig gut XP, ja, stimmt. Oh ja, das ist geil. Dann kommt wieder das Level 3 Raupi dein Fresser, Alter. Ja, Mann, man kennt's. Müssen wir aber eigentlich Level 11 gehen. Ah, ja, wäre geil. Ja, hat's, okay. Nice. Hallo, Pichu. Pichu? Ja, Pichu. Oh mein Gott, das wäre auch insane gewesen, oder? Geht schon. Hattest du das nicht da, wo ich den Encounter mit Tanhil verkackt habe? Ja. Hattest du doch auch einen Pichu, ja? Ja. Ficken. Wir hätten vielleicht nochmal auf Pichu schwitzen können, tatsächlich, oder? Wieso? Ja, weil du ja gewusst hast, dass es das gibt, oder? Ja. Aber keine Ahnung. Halt nicht. So, nochmal ein Hut. Also ich möchte jetzt halt auch noch mit diesem Poncho-Ding noch Level 11 kommen. Das wäre halt auch noch super süß jetzt. Weil dann sehe ich mich eigentlich langsam in der Lage, darüber zu gehen. Weil dann muss ich das Mauzi jetzt nicht leveln, weil dann level ich das sowieso offstream dann und offscreen. Somit erstmal noch drei Tränke und ein Paraheiler. Wird besser sein, ja. Da verkaufe ich doch immer noch ein paar Sachen, die ich noch dabei habe, so wie den Revive von dem kleinen Jungen da. Hier, guck mal, Revive 750 Cash, danke dafür. Matslab ist doch Lehmschelle, ja, perfekt. Und weg da, Lehmschelle, sehr gut. Da ist jetzt auch der Step Bodenmove endlich am Start. So, und ab geht's ins Pokémon Center. Perfekt. Ins Poké Center. Ja, refill my Pokémon. Wer so. Noch refillt, das juckt das gar nicht. So, perfekt, okay. Und safen und dann geht's rüber zu. Jetzt noch Frage, wenn ich jetzt zu dem Jungen hingehe und seinen Beleber verkauft habe, was sagt er dann? Ah, you found it and got rid of it? That's so rude, I trusted you. How could you do this to me? Hä, gibt der dir einen Beleber oder was? Was? Gibt der einem einen Beleber? Nee, du sollst für den quasi seinen Beleber finden. Und wo hast du den her dann? Der liegt oben neben dem Museum an der Bank. Da kannst du kurz bei mir im Stream gucken. Ja, quasi da an der Stelle liegt er. Warte, also ja, so musst du die Bank anquatschen. Ja, warte.
Auf der Bank oder neben der Bank? Auf der Bank quasi. Okay, warte mal, I need help, my revive, zata. Ja, was passiert denn, wenn du dem den zurückgibst? Ich glaube, du kriegst ein bisschen Geld, aber ich meine, ein bisschen Geld für einen 750 Beleber so. Ja, gut. Schon 750 Cash von Beleber. Das sehe ich auch alle. Vor allem halt auf richtig eklig einfach verkaufen, das Drecksding. Okay, warte, ich bin jetzt auch gleich an der Bank. Hä? Wo ist der? Ich bin wieder gerade auf der Bank drauf. Ach, auf der Bank drauf? Ja. Ich habe mal jetzt so angequatscht, wie ich jetzt gerade stehe. Mit Enter oder? Ja, mit Enter. Nee. Liegt der bei mir irgendwo anders oder was? Ja. Hast du den Auftrag wirklich angenommen? Warte, ich guck mal. Wie kann ich den nicht annehmen? Der fragt dich eigentlich nochmal, ob du das machst oder nicht, den Beleber zu finden. Ach so, ja, warte mal. Schau mal. So, der Junge. Did you find my revive yet? Nee. Ich habe ihn angenommen, aber. Ja, quatsch mal die drei Bänke da oben an, die da beim. Stehen. Ja, drei Bänke. Ich kann auch erst die Position davon zufällig ist. Boah, aber wie soll ich das dann finden, yo? Sind bloß drei Bänke. Ach, da ist ein Revive. Ah, okay. Okay, perfekt. Ja, habe ich. In den Markt rein und für 750 Öcken verkaufen, nicht wahr? Nein, ich verkaufe, bitte. Sell. Revive. Ja, Mini-Nugget, Alter. Und rein. Boah, geil. Okay, ich habe 2 Gegengift, 3 Tränke. Ich habe Rock Tomb. Ah ja, stimmt. Das haben wir gesagt, was das ist. Und wie viele Bälle habe ich? 15. Okay. Also das heißt, komm, wir gehen noch auf die Route, ja? Ich habe absolut noch kein Bock auf das Habitat. Auf das Radfratz im Pikachu, Alter. Na, ich glaube dir, aber... Du hast das halt auch als Gegner, ne? Ich hoffe, das weißt du. Ja, ich save ja jetzt. Und im Notfall ist einfach Aufnahme verschwunden. Nein, ich möchte wirklich das Ratzfratz und Ding jetzt noch sehen. So, jetzt kommt die... Ja, ich weiß, hier ist ein Hindenability Outbreak. Jetzt geh weg, du Olle. Okay, das ist ein Mauzi featuring Horn Liu. Setze ich da jetzt direkt einen Sonic Boom drauf? Mach halt. Oha. Alter, der hat halt mehr wie Half-Life gemacht. 2 Sonic Boom und das war's. Na gut. Das ist ja ultra strong, Alter. Okay, dann zeig mal du deine Attacke her, Alter. Metapod. Okay, da setzt einfach nur Metapod ein. Da habe ich jetzt eigentlich kein Problem mit. Nee, da habe ich kein Problem mit, bin ich ehrlich. Ja, genau, Miau, der Drop meine Attack, die brauche ich auch, wenn ich Glut einsetze. Ja, genau, setz in der Runde 4 einen Fakeout ein, da sehe ich dich. Ja, jetzt kommt der Scratch, Alter, da sehe ich dich. Ja, gut, das mit deinem Harden, jo, das sehe ich halt auch. Ja, gut, also, Safcon, dein Harden sehe ich da. Dein Harden. Oh, der wechselt raus für einen Rettan mit einem Raupi. Aua. Also da sehe ich meinen Sonic Boom. Es nutzt bis... Ah ja. Ich hatte 8 HP hat es abgezogen, okay? Ja, das setzt ja nochmal Pulverschnee ein, Alter. Und tschüss. Tschüssi, perfekt. 153 XP, Alter. Insane. Weens. Was ist jetzt Weens, Alter? Okay, da gehe ich dann trotzdem erstmal kurz mit Mauzi rein. Weens.
Das ist ein Rettan mit einem Horn-Liu. Ich fühle dich. Junge, ist das dumm. Gott, sieht das schlimm aus. Das sieht wirklich schlimm aus. Poison Sting. Ja, natürlich. Vor allem, es können halt beide. Also, so geil ist der Move jetzt gar nicht. Egal, Confusen drauf da. Confusen! Weggeflext mit dem Crit, super effektiv. Mein Butter Gay, der kennt ja gar nichts, Alter. Er ist halt einfach nur mein. Vor allem Metapod, schon wieder Metapod. Ach so, ja, das ist ja jetzt das Metapod. Ah, ja, I know. Das ist ja jetzt das Metapod. Natürlich, ich krieg den vierten Poison-Sting in diesem Game, aber es ist natürlich wie direkt Poison, Alter. Scheiße, Alter. Wie hoch ist die Chance davon zu vergiften? 10%? Ja, wahrscheinlich. Sowas. Naja. Fuck. Seh ich. Oh, mein Poncho ist auch schon Level 12 jetzt. Bonito Gate, das Re-End darfst du übernehmen, Alter. Spark, ist doch, Spark ist doch jetzt Donnerschock, ja? Nein. Spark ist hier. Physisch offensiv ist das, okay? Ja, gut, ja. Dann war ich Tackle raus. Spark, Funkensprung. Ja, genau. Geil, Alter. Oh, das ist cool. Also, so Coverage-technisch ist das Ding richtig strong, Alter. Also ohne Scheiß. Coverage-technisch ist das Mon jetzt ultra strong. Falsch. Alter, Pulverschnee, also jetzt vor allem und halt auch in dem Level. Also wieder ins Pokémon Center, die Vergiftung heilen. Ja, richtig. Ich bin aber auch gegangen jetzt, einfach nur, weil. Weißt du, ich aber mal anmerken möchte? Was denn? Also erstmal, ich kriege von jedem zweiten Taubsi, dass ich einen Counter Crits. Ich kriege von jedem zweiten Poisons Ding Poison. Die liebt mich. Ach du Scheiß, was bist du denn? Ein Ponyhut, Alter. Aua. Level 14. Polyhut. Oh Gott. Das ist jetzt Wasser normal oder ist das Wasserflug? Weiß es nicht. Ich hab mir gerade mit einer nicht sehr effektiven Watergun 5 KP abgezogen. Hört sich nicht viel an, es ist aber schlimm. Ah, da haben wir noch Bubble Eier. Ja, warte mal, was habe ich denn jetzt? Ich habe Elektro und Boden. Ja. Was setzt der ein? Water Bubble oder nur Bubble? Bubble und Watergun. Meinst du, die macht mir viel Schaden? Weiß es nicht. Mal, ich bin halt Level 12, das Ding ist Level 14. Ja. Aber Elektro resistet ja Wasser nicht. Nee. Ich möchte da mit Spark drauf gehen. Er setzt wirklich Watergun ein, okay. Ja, geht. Ja, aber mein Spark, der nimmt dich halt einfach raus. Und tschüss. Mach's gut, ja? Uproar. Knapp. Und zurück ins Pokémon Center. Man kennt's. Also Uproar ist jetzt nicht so geil. Was ist das jetzt nochmal? Hier, wie heißt es? Aufruhr. Oh ja, stimmt, das deckt sich hier. Shit. Ja, ja. Na, das ist shitty, Alter. Shitty, peng, peng ist das. Okay, Nidogay, du musst das Ding erstmal Quick Attack finishen. Dankeschön. Was? Nidogay. Das ist einfach so gut, denn. Oh, das ist der unten. Oh, der drunter, der hat einen Raub hier, Alter. Richtig krass. Der andere Boss. Der da drunter hat halt Real Talk ein Raupi. Boah, das ist aber gefährlich, Alter. Aber echt aufpassen, Alter. Der da unten, wo das Item halt liegt, ja? Wie gesagt, pass auf, die letzte ist halt die da mit dem Habitak und dem Pikachu im Radfratz. Ja? Ja, mit der ist nicht zu spaßen da hinten. Alles klar. Ich überlege noch ganz ehrlich, ob ich die skippe. Ja gut, aber wenn die einen Pikachu hat, dann bin ich ja mit meinem Ground-Type einfach gut dran. Ja, ich hätte aber halt auch noch einen Retter mit drin. Das darfst du nicht vergessen. Hey, nicht einen Retter. Topsy. Ratzfratz. Wenn da halt ein Step-Tackle kommt, das tut auch weh. Du musst denken, das ist ja Pikachu-Stats. Okay, ja stimmt, das ist ein... Pikachu-Stats tun ein bisschen weh. Ein Paras-Raupi ist das. Ja, das setzt doch Pulverschnee ein, Alter. Super effektisch. Okay, da kommt der Blutsauger. Eklig, du ekelhaftes Stück Dreck. Da kommt der Sonic Boom und der misst hoffentlich nicht. Nein, der misst nicht. Und damit reicht das gar nicht mehr. Stun Spore. Na, ist paralyzed, okay. Alles klar, dann wechsle ich da, aber absolut raus. Auf Butter Gay. Weil da riskiere ich jetzt nichts, Alter.
Ach, okay, also mein Hundusta hat das Vieh, gegen das du gerade kämpfst, gewonshottet. Das ist super gut. Jetzt möchte Quick Attack lernen. Hass. Nächste Prio im Team. Ah, ich will doch nicht schon wieder Party machen, Mann. Na gut, aber da kommt einfach ein Gast und dann war's das. Und tschüss. Oh, das könnte vielleicht auch eine wichtige Attacke werden. Ja. Ich hab gerade Roar gelernt. Oh, mein Buttergay will auch Quick Attack lernen. Soll ich jetzt da das Harden für rausmachen? Geh ich da. Ja, stimmt, mein Buttergay macht eine Quick Attack. Alter, ah, geil. So, Katsch, Kocke die Fresse. Dieses Hose runter aufs, auf die Stirnhose hoch. Genau. Aber das Wichtige ist, du hast es erst richtig gemacht, wenn der rote Abdruck auf der Stirn zu sehen. Ja, Mann. Sag mal, haben wir dann, setzen wir uns dann gleich ein Level Cap, dass wir das zusammen trainieren oder so? Weiß es nicht. Wie gesagt, ich würde eigentlich jetzt auch nur noch bis zum Carpador gehen und dann. Ja, ja, aber dann off-stream, was wir, ob wir dann uns da ein Level Cap setzen. Können wir. So, ich schon mit auf die alle jetzt erstmal mit ihrem Radfratz da, ja. So, das ist ein Habitag und da kommt das Poncho von mir. Das Ding ist, gegen die muss ich kämpfen, sonst muss ich einen Counter nehmen. Ja, alright. Ach du Scheiße. Oh, Habitag ist sofort besser. Frozen, Alter. Ey, die Pokémon werden nicht besser. Ja? Ich kämpfe gerade gegen Pikachu Pummeluff. Oh nein, oh Gott. Das fährt halt schon den Feentypen. Puh. Das ist Fu, Alter. Und Lilo Gay hat noch keine Giftattacke. Und doch, es hat Giftstachel, glaube ich. Okay, Mudslap gegen Pikachu Nidoran. Es kommt natürlich direkt die Donnerwelle. Ja, und Thunderwave macht gegen mich halt gar nichts. Das ist halt, da bin ich halt jetzt eindeutig im Vorteil, Alter. Nidoran drückt hier erst mein Crit rein. Supergeil, Alter. Alter, halbes Leben weg. Das Ding war disabled. Natürlich hat das Vieh disabled. Ja gut, wer kennt's nicht? Man muss ja auch, wenn, dann richtig abfacken, Alter. Gut, Red Saw, deine Aufgabe. Da kommt die Quick Attack, da sehe ich dich. Ja gut, natürlich mal die Quick Attack, mir auch 6 KP Schaden, wie du bist, Level über mir fast. Da kommt auch eine Quick Attack, bitte kein Quit. Dankeschön, so ist Sleep Powder. Wehe, du machst jetzt direkt den ersten Turn auf, dann lass dich aus, Alter. Okay, es macht nicht in der ersten Turn auf, dann aber safe in der zweiten, Mann. Ah ne, zwei Tonnen überlebt es einfach nicht. Perfekt. Okay. Ich hab's durch die Route geschafft. Das ist geil, Alter. Also ich glaube, ich habe einen neuen Carry, Alter, mit Poncho. Jetzt ohne Scheiß. So, und das ist jetzt ein Habitag Raupi, Alter. Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Ich glaube nicht. So, Lazy. Ja. Ich möchte übrigens anmerken, du hast ja dann deine Carpador-Mauzi-Kombi, ne? Mhm. Weißt du, was das Schlimme ist? Was hast du dann? Carpador und Weber. Sehe ich dich doch. Ich mich auch. Du bist komplett ehrlich, also das sehe ich dich komplett. Was hast du eigentlich für eine Fähigkeit gerade? Insomnia. Okay, Insomnia ist stronger, ja. Oh ja, stimmt. Ja, dass du live regenerierst, wenn Sonnenschein ist, gell? Insomnia ist, da ich nicht einschlafen kann. Oh, stimmt, ja, da war ja was, stimmt. Ist nicht schlecht. So, ich guck mal, wie es aussieht. Ja, ich nehme halt überhaupt keinen KP-Schaden. Oh, ich bin gerade durch ein Leaf durchgelaufen aus Versehen, aber hab nichts encountert. Also, das wäre. Habe ich gerade überhaupt genug Cash, um mir das Carpador zu holen? Ja, ich habe 2200 Cash. Nice, Alter. So, da kommt mein Mudslap, Alter. Er setzt Quick Attack ein. Oh, der macht sogar recht guten Schaden. Tatsächlich 7. Nein, ich möchte Magikarp keinen Nickname geben. So. Da kommt der Mudslap weiter, ja? Bist du bereit für Carpador und Lefacher? Na, Moment. Muss gerade noch diesem Pika-Puff noch eins in die Schnauze geben, Alter. Das fühl ich. Aber das trifft halt einfach auch jeden Pfund. Es trifft einfach alles, gell? Ja, natürlich. Meine Fresse, ist das dumm. Obwohl eigentlich schon die ganze Zeit Lebensschuss drauf ist. Egal. Level 14. Was ist Endure? Trying to learn Endure. Was ist jetzt Endure schon wieder? Das ist was Normales. User endures any attack with the least HP. Ach, Ausdauer. Nee, Ausdauer brauche ich nicht. No, keine Ausdauer. Yes, keine Ausdauer. Danke, tschüss.
So, ich habe die Robin besiegt, passt. So. Und dann sind wir auch durch mit der Route, I guess. Safen. Man kennt es ja bereits. Sehr gut.